Aber das Setting gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Sehr gut umgesetzt. Hat was. Krass. Geil. Hallo und herzlich willkommen zu Dilly TV spielt Far Cry 5 und zwar den DLC namens, das finden wir jetzt gleich heraus, Hours of Darkness, denn dort geht es nach Vietnam und das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Neues Spiel, es geht los. Habe ich richtig Bock drauf. Far Cry 5, geiles Game und die DLCs sahen auch sehr geil aus, was da jetzt so kommt. Ich habe mir die Gold Edition gekauft, damit ich die DLCs zocken kann. Und ich glaube, das hat sich jetzt schon gelohnt. Und das sage ich, obwohl ich es noch gar nicht angetestet habe. Aber das machen wir jetzt zusammen. Wenn dieser schwarze Bildschirm jetzt gleich mal sich in eine Cutscene wahrscheinlich verwandelt. Genau, ich weiß ja gar nicht, wie lang so ein DLC geht. Kann ja auch sein, dass der gar nicht so lange geht. Ich wollte eigentlich nur heute mal so eine halbe Stunde anzocken und dann morgen richtig durchstarten. Oh, jetzt gucken wir uns aber erstmal die Cutscene an. Im Krieg kann man nicht immer entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Man kann nur zu seinen Brüdern stehen. Komme, was wolle. Und wenn man Glück hat, kommen alle lebend nach Hause. Ich hatte eine gute Crew, eine der besten. Wir waren Brüder. 3 Kilometer noch, Feuer einstellen. Hilfsbereit, meldet Setform. Scheiß Chavez. Der Typ stand ständig unter Strom. Hatte die Wahl zwischen dem Knast und der Armee. Und der Vollidiot hat sich für die Armee entschieden. Hör auf zu lesen, Jucke. Du verpasst den Krieg. Der Krieg ist vorbei, Chavez. 30 Sekunden, meldet Setform. Das heißt. Bete für mich, Moses. Bete, dass ich Jucke nicht aus Versehen da schieße. Ah, ich mache hier diesen Dafür Kontext, brauchst du ein göttliches Wunder, Bruder. Aufpassen, Männer. Es geht los. Falschen zu Fall. Übernimm das Feuer an der Baumgrenze auf 1 Uhr. Ich hatte den Finger immer am Abzug. Deshalb nannten sie mich Cowboy. Cowboy. Okay, wir heißen Cowboy. Das ist ein cooler Name. Wir haben deinen Kaliber 50. Das ist dein Hinterhalt. Ich fänd's geil, wenn das Spiel die ganze Zeit in den Kampf geht. Achtung, Achtung! Fall, Gott, du Fall! Wir stürzen ab! Klassischer Helikopterabsturz, würde ich sagen. Der muss in jedem guten Film drin sein. Komm, du gut an! Samsung! Im Krieg steht man zu seinen Brüdern. Egal, was auch passiert. Und wenn man Glück hat, kommen alle lebend nach Hause. Ubisoft Shanghai presents. Tangji, Lu Xuan, where you go to? What is your mission? James Kenneth, Sergeant der US Army, Dienstnummer Romeo Alpha 46. No! Tell me or you die! James Kenneth, Sergeant der US Army, no. Dienst. Tell me now! Sarge. Tu mir einen Gefallen, Cowboy. Sag meine... Sarge! Der Mengdei! Der Teller, mei! Unangenehm. Es tut mir so leid. Dein Freund. Es tut mir so leid. Wie zum Teufel sollen wir hier noch rauskommen? Verstehst du, was die da gerade sagen? Es gibt einen Panther hier in der Gegend. Sie wollen deinen Freund in den Dschungel schleifen und zurücklassen. Es tut mir leid. Bastarde. Du
Đó đứa rồi đây. Hãy xem coi trực thăng đã lên cái chưa. Euer Helikopter ist in der Nähe. Er brannte zu stark, als sie euch fanden. Sie wollen noch einmal davon gehen. Flugzeuge, das sind unsere. Scheiße. Okay, schon mal ein ganz geiles Intro, muss ich sagen. Da habe ich Bock drauf. Auf diesen Vietnam-Krams. Die DLCs von Far Cry waren sowieso immer sehr gut, muss ich sagen. Blood Dragon, wer es noch nicht gespielt hat, muss es mal gezockt haben. Sorry, schon ein bisschen später gerade. Ja, geht nicht auf. Okay, wir wurden gesehen. Gibt's hier irgendwo Waffen? Nein, ich muss erstmal nur wegrennen. Versuchen erstmal abzuhauen. Sehr schön. Mehr Flieger. Ein feindlicher Heli erledigt. Okay. Mir wurde ja gesagt, hier gibt es irgendwo einen Panther. Wahrscheinlich müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu Pantherfutter werden. Schon mal ganz geil aus hier. Lautlose Kills durch Nahangriff. Okay, dann verlierst du deine Überlebensinstinkt-Vorteile. Adrenalin, kann man sich schneller bewegen. Mit Geist sprintest du leiser. Sechster Sinn markiert automatisch Gegner und Raubtier markiert. Okay, geil. Erstmal müssen wir den da lautlos killen. Das machen wir jetzt. Okay, hat man das auch erledigt? Nehmen wir erstmal die Waffe hier. Nachladen, nicht vergessen. Ist Python 25. Hört mich jemand? Python 25, Empfang ist klar und deutlich. Hier ist Firebase Echo. Ein Schwarm Navy-Jäger hat ihren Absturz 5 Klicks westlich von uns gesehen. Wir haben 5 Klicks, diese Amis, anstatt einfach Kilometer zu sagen. Diese Navy-Jets haben gerade feindliche Stellungen einen halben Klick von ihnen entfernt platt gemacht. Also seien Sie vorsichtig. Verstanden? Verstanden. Geht klar. Ich komme zu euch. Python 25 Ende. Sprinten wir jetzt erstmal dahin. Düstere Stunden im Freund spielen, wenn. Ah, okay, gut. Kann man also zusammen zocken, auch diesen DLC. Genau wie das Hauptspiel. Kleinstwerfer, okay, sonst kannst du mal welche abladen. Okay, finde ich ganz geil. Reinwerfen. Machen wir gleich mal. Hier sind hier noch welche. Takedown. Wurfgeschossen, Waffenrad aus, indem du LB gedrückt hältst und
er es auswählst. Okay. Brauchen wir gerade nicht. Brauchen wir nicht. Wir machen das alles mit der Hand. Ruhe in Frieden, Kumpel. Wurfmesser. Okay. Wie werfe ich das? Ich glaube mit RB. Soll ich mal einfach eins werfen? Komm, ich werfe einfach mal eins. Ja. Okay, mit RB wirft man das. Kann man das wieder aufsammeln? Nee. Schade. Ach so, umso mehr Takedowns ich mache, beziehungsweise so länger ich ungesehen bin, desto besser sind meine Überlebensinstinkte. Wir haben ein Jagdgeschwader im Anflug. Es gehört Ihnen, wenn Sie wollen. Nutze das Fernglas und drücke RB, um einen Luftangriff auf den anvisierten Orten zu fordern. Okay. Hier haben wir schon mal das Fernglas. Hier noch jemanden rumstehen. Da ist noch jemand. Okay. Gucken wir uns doch mal von Malm an hier. Dann würde ich sagen, Luftschlag los. Ziel in Sicht. Abwurffreigabe erteilt. Na, wo kommen sie? Achso, man sieht kein Flugzeug, es explodiert einfach. Da hätten sie mich fast gesehen. Da hätte ich gleich auch zwei Dinger weghauen können. Eigentlich. Haben sie schon keinen Bock mehr zu suchen. Können wir da eigentlich direkt noch den nächsten reinhauen? Oder? Ah ne, die verteilen sich wieder. Dann würde ich sagen, sondieren wir die Lage jetzt mal einzeln. Von hinten erledigen und den dann auch. Und der kommt jetzt hier hin, sehr gut. Da hätte er uns fast gesehen. Versuchen wir uns mal vorbeizuschleichen an den dreien. Ich glaube, den hier nehmen wir als erstes. Sehr gut. Dann den da. Und jetzt den. Easy. Perfekt gemacht. Ohne gesehen zu werden. Geil. Oh, macht Spaß. Finde ich gut. Vietnam-Setting gefällt mir. Python 2-5. Sehr cool. Ich habe ein feindliches Camp neutralisiert. Haben wir auch schon eine Schrotflinte. Ganz geil. Den Plündern nicht vergessen.
Okay, Schrotflinte und Pistole. Sehr gut. Haben wir noch irgendwas anderes? Nee. Ohne AK. AK nehmen wir auf jeden Fall gleich mit. Okay, jetzt haben wir schon eine AK, eine Schrotflinte und eine Pistole. Ich sagen, gehen wir doch mal weiter. Das lief ja schon ganz gut. Aber ich bin so ein Freund von Pistolen, ne? Ich nutze erstmal die Pistole. Python 2-5, wir haben einen Funkspruch abgefangen. Drei von ihrer Crew leben noch. Sie wurden gefangen genommen. Klingt, als werden sie an verschiedenen Orten festgehalten. Das Gebiet ist mit Außenposten und Flaks durchzogen, also ist Vorsicht geboten. Wenn wir mehr hören, geben wir es weiter. Okay. Weißt du, wir müssen uns jetzt mal hier so ein bisschen. Steht darin, den Abpunkt zu erreichen. Wenn du die Kriegsgefangenen befreist, Flaks erschüttert. Blablabla. Okay. Hauptmission: Wir müssen irgendwie zu unseren Männern zurück. Und auf dem Weg dorthin möglichst viel Schaden anrichten. Klingt doch gar nicht mehr so schlecht. Also Ziegen brauchen wir jetzt nicht. Oh, das Setting gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Sehr gut umgesetzt. Sieht top aus. Krass. Geil. Diese Flak setzt uns zu sehr zu. Die Jets halten sich zurück, dass die Kanone erledigt ist. Okay. In Gebieten mit aktiven Flaks sind Luftangriffe nicht möglich. Zerstöre die Flak mit Sprengstoff. Jede angeschossene Mission bringt dir einen Luftangriff. Okay. Im Dschungel finden sich Propaganda-Lautsprecher. Zerstören sie, um im Landkrieg zu helfen. Karte öffnen. Hier sehen wir jetzt zum ersten Mal die Karte. Oh, die ist ja relativ groß für einen DLC. Gefühlt sehr groß. Jetzt nur die Frage, wo das Flak ist. Da ist das Flak. Dann gehen wir da doch mal hin. 700 Meter. Die Frage, ob wir da jetzt hier oben weitergehen oder unten. Ich gehe mal oben lang. Zur Not kann man ja immer noch mal runterhüpfen. Hier müssen wir rutschen wahrscheinlich. Aber es geht. Geht. Da sehe ich noch eine Seilrutsche. Die müssen wir wahrscheinlich gleich runter. Wenn wir zum Flak wollen, oder? Nee. Geh erstmal hier lang weiter. Direkt zum Flak. Ja, Quatsch und Motorräder gibt es jetzt hier natürlich nicht. Das muss man alles schön zu Fuß machen. Aber finde ich auch schön. Ich meine, wir haben ein geiles Setting. Das kann man auch ruhig mal zu Fuß erkunden. Und nicht einfach nur durchzoomen. Hier mit so einem ausgetrockneten Flussbett. Oh ne, da ist sogar Wasser drin. Da ist sogar Wasser drin. Oh, ich höre hier was. Was hören wir denn hier? Ich glaube, da hören wir Leute am Flak reden. Ist das richtig? Hier brennt was. Aber zu den Brennenden gehe ich gar nicht erst. Ich will direkt zum Flak.
weiß gar nicht, kommen wir den Stimmen gerade näher oder waren die woanders? Ich glaube, näher kommen wir nicht. Aber jetzt sind wir auch gleich schon beim Flak. Ich dachte mir, gehen wir mal außen rum. Direkt dorthin. Aber ganz geil, ey, der sprintet ja hier ordentlich durch. Er will die Mission machen. Er muss einfach gewinnen. Schweres Geschütz. Halt ihn zum Verfolgen. Okay, haben wir gemacht. Jetzt geht's los. Da haben wir schon ein paar Leute. Drei. Zähle drei aktuell. Beim Trupp 4. Flachs der Nord-Volksarmee, streng bewacht. Stören Sie damit in diesem Gebiet Luftangriffe angefordert, zu erfordern, womöglich unterschiedliche Sprengstoffe, um sie neutralisieren. Okay. Da haben wir noch einen. Viele Leute hier am Start. Oh, der steht auf. Was macht er jetzt? Dreht sich zu uns um. Kriegen wir den von hinten? Okay, den haben wir. Sehr gut. Oh, jetzt haben wir hier natürlich ein MG. Damit könnten wir volle Möhre reinlunzen. Wo wollen die denn hin? Machen die hier? Haben die es mitbekommen? Nein. Die rennen hier einfach nur ein bisschen durchs Feld. Ich glaube, wir müssen schon alle ausschalten. Okay, da ist noch einer, da ist noch einer. Das wird jetzt spannend. Der geht wieder weg. Der trägt die ganze Zeit was, auch interessant. Machen wir jetzt als nächstes den hier. Dann den. Und dann den. Bisschen aufgepasst und zack, das ganze Ding hier zerlegt. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie Munition. Dynamit, da haben wir es. Brennzündung, Sprengstoff. Den legen wir jetzt mal hier dran. Zur Sicherheit machen wir mal zwei dran, oder? Ups. Firebase Echo, diese Waffe wurde vernagelt. Das wäre geschafft. Ich dachte, ich kann mehrere dran gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie weitere Jäger Schade. Einlotsen können. Okay, cool. Jetzt können unsere Truppen hier reinfliegen. Ist das doch geil. Das ist doch richtig geil. Ein Aufklärer hat sich gerade gemeldet. Da die Flak jetzt erledigt ist, kriegen wir neue Infos. Was haben wir denn hier noch so am Start für Waffen? Okay, geil, jetzt kriegen wir neue Infos, das ist super. Hier nehmen wir noch ein paar Fernzünder mit. AK haben wir schon. Okay. Ganz geil. So, wer hat uns jetzt hier gesehen? Der da. Und weg mit dir.
Waren hier noch zwei? Das nächste Mal waren es den da. Schön von hinten anschleichen. Und zack. Und zack. Perfekt gemacht. Das haben wir geklärt. Ein Träumchen. Und drei Pflanzen eingesammelt. Das heißt, wir haben wieder ein neues Medikit. Immer wenn man drei Pflanzen einsammelt, hat man ein neues Medikit. Okay, dann gucken wir mal die Karte. Was haben wir denn hier? Einen neuen Aussichtspunkt. Bei den können wir uns doch mal angucken. 250 Meter entfernt. Ist jetzt noch nicht gestorben und vor allem noch nicht gesehen worden. Das ist natürlich auch ganz geil. Aua. Der hat uns wahrscheinlich gesehen. Gehe ich einfach mal von aus. Nein, doch nicht. Ich hab gedacht, er hat mich gesehen. Können wir jetzt eigentlich mal das Wurfmesser ausprobieren? Obwohl, bis dahin geht's nicht. Bis dahin komme ich damit nicht. Aber frontal anschleichen ist auch nicht so schlau. Ja, wir probieren das jetzt mal eben. Oh, da kommen ja noch mehr. Drei weitere Dudes. Na, sieht er mich? Die drei nerven mich da gerade ein bisschen. Müssen wir eigentlich nochmal zurücklatschen. Damit wir nicht direkt in der Schusslinie sind. Aber wir müssen da durch. Egal. Wir machen das jetzt. Okay, dem haben wir genau das Wurfmesser ins rechte Ei reingezwirbelt. Was ist das hier? Ein Bambusstock zum Hauen. Das ist ja geil. So, den Trupp nehmen wir hier auch nochmal mit, oder? Wo auch immer die hingehen. Nee, komm, die lassen wir mal. Die lassen wir mal da rumlaufen. Okay, jetzt müssen wir dieses Camp hier sichern. Aber wir haben ja wieder Luftschläge zur Verfügung. Die können wir ja auch gleich wieder reindödeln. Dein Trupp wurde gefangen genommen und verabschiedet Orte und finde den befreiten Leute, die finden sich. Okay, Joker, Mess und Jokel. Die müssen wir finden. Und einer wird wohl hier festgehalten. Ich frage, ob ich überhaupt hier einen Luftschlag rein beordern kann, ohne meinen Mate zu killen. Das war knapp. Das war knapp. So, wie können wir denn hier den Puma befreien? Schieße auf oder interagiere mit Käfigen, um Tiere zu befreien. Sie greifen eine nächstgelegene Bedrohung an und stiften Chaos. Finde ich gut. Machen wir.
So. Na, sieht er mich? Nee. Schade, ich dachte, ich kann es aufmachen. Brauche ich einen anderen Winkel, damit ich da drauf schießen kann. Aber das machen wir jetzt. Ich will da drauf schießen. Granaten haben wir. C4 haben wir auch schon. Okay, der füttert den gerade. So, Puma, dann mach mal was. Okay, wir wurden noch nicht gesehen. Achso, jetzt haben die sich schon um den Puma gekümmert. Schade, das war ein kurzes Spiel. Dann setzen wir hier mal Luftschlag rein. Ein bisschen erwischt. Na komm. Perfekt. Ah, nicht ganz perfekt, aber kein Alarm ausgelöst. Das ist auch okay. Sehr cool. Wieder ein Lager ausgeräuchert und den ersten Mate gefunden. Firebase Echo, hier Python 2-5. Ich habe ein Feindlager neutralisiert. Sie suchen die Ziele, wir schicken die Luftunterstützung. So, dann komm mal raus hier. Ja, es lohnt sich auch einfach immer jedes Mal mindestens einen so einen Luftangriff zu machen, weil man kriegt ja immer einen neuen wieder, ne? Lohnt sich schon. Was haben wir denn hier so? Coole Sachen. Firebase Echo Python 2-5. Ja. Private Chavez ist bei mir. Er lebt und ist wohl auf. Herausragend, Python 2-5. Wir warten auf Sie. Cool. Hey, Gruppe. Okay, das lief ja ganz entspannt bis jetzt. Deine Hilfe auf Abruf. Feinde unterstützen. Ah, okay. Drücke B, damit du und dein Begleiter in die Hocke gehen und heimlich anschleichen. Weiter anvisieren. Okay, das ist ganz cool. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Begleiter dabei. Das ist doch ein Träumchen. Also ich muss sagen, bis jetzt bin ich sehr begeistert von dem DLC. Der macht echt Spaß. Und sieht top aus. Dann zerlegen wir jetzt eben noch den hier. Obwohl, das können wir jetzt eigentlich mal unseren Mate machen lassen. Wir haben Gesellschaft! Mit Vergnügen! Der Drecksack hatte nie eine Chance! Na, das ging doch mal relativ einfach. Ich dachte schon, das war's. Easy. Okay, cool. Ja, das soll es erstmal gewesen sein für den heutigen Stream mit diesem DLC. Wenn ihr Bock habt, das Ganze weiterzuschauen, dann kommt doch mal vorbei beim nächsten Livestream auf mixup.com/studiotv. Dann zocken wir das hier weiter. Und wenn ihr es gerade bei YouTube guckt, dann lasst doch mal ein Like und ein Abo da. Schreibt mal unter die Comments, ob ihr den DLC schon gespielt habt. Ich verabschiede mich jetzt aus diesem sehr spannenden DLC und freue mich auf die nächste Session. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh.
Oh, oh. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh, mein Liebling. Also, ist das gut? Oh, mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh! Oh.